Hallo meine Lieben, ja, ich würde mich heute gerne zu meiner Corona-Erkrankung äußern. Auch wir hatten Corona im letzten Monat und waren fast 14 Tage in Quarantäne. Da ich oft gefragt worden bin, welche Symptome ich hatte, ob ich einen schweren oder leichten Verlauf hatte, habe ich mir überlegt, darüber ein Video zu machen. Also, es fing so an. Meine Tochter wurde in der Schule positiv getestet. Und zwar machen die ja dort dreimal in der Woche diese Antigen-Tests. Und dann bekam ich einen Anruf von der Schule und sollte meine Tochter abholen, da sie positiv getestet war. Ja, und da meine Tochter ein bisschen müde war und abgeschlagen, hat sie sich erstmal hingelegt und hatte erstmal zunächst keine Symptome. Wir haben dann natürlich zu Hause auch nochmal einen Antigen-Test gemacht. Und zwar haben wir hier diese ganz tollen von Siemens, die sind wirklich sehr empfehlenswert. Die haben wir gemacht und der ist natürlich auch positiv ausgefallen. Also sind wir natürlich dann auch alle zu Hause geblieben. Ich habe mich auch testen lassen, bei mir war der Test zunächst negativ. Aber man weiß ja, dass oftmals man die Symptome in sich trägt und erst mehrere Tage später das Ergebnis positiv anschlägt. Ich muss dazu sagen, dass meine Tochter einen sehr milden Verlauf hatte. Also sie hatte ein bisschen Kopfschmerzen, Müdigkeit und die Symptome gingen ungefähr so 1 bis 2 Tage. Ich würde sagen, so ja, am dritten Tag war es dann ausgestanden, dann hat sie sich schon gelangweilt. Nur war es dann so, dass wir trotzdem automatisch zu Hause bleiben mussten, denn meine Tochter hätte erst wieder zur Schule gehen können, wenn sie einen negativen PCR-Test vorweisen konnte. Wir haben dann am Montag gleich einen gemacht beim Kinderarzt, sind dann frühzeitig hin und der hat uns dann gesagt, naja, am Abend wird das Ergebnis da sein, spätestens dann am nächsten Tag. In der Regel weiß man ja, dass PCR-Test 24 bis 48 Stunden dauert, bis das Ergebnis da ist. Wir haben uns aber zunächst auch nichts dabei gedacht, weil wir waren ja ohnehin in Quarantäne und da meine Tochter ja ein paar Symptome hatte, sage ich mal, dachte ich mir, okay, beide Antigen-Tests waren ja positiv, sie hat bestimmt Corona. Wir warten jetzt einfach das Testergebnis ab. Naja, am Dienstag rief ich beim Kinderarzt an, da war das Ergebnis noch nicht da. Am Mittwoch rief ich auch an, das Ergebnis war noch nicht da. Es war dann leider so, wir hatten ein bisschen Pech. Im Labor sind die Reagenzgläser ausgegangen. Ja, bei uns geht es immer sehr turbulent zu, wir sind das aber gewohnt. Wir müssen immer mit solchen Dingen rechnen. Wir sind aber dafür sehr belastbar, insbesondere ich. Habe mir dabei aber auch, wie gesagt, noch gar nichts gedacht. Am Donnerstag habe ich dann wirklich ein paar Mal angerufen, kam dann gar nicht mehr durch. Ja, und dann rief auf einmal die Direktorin bei mir an von der Schule. Ja, was das denn soll und warum das denn so lange dauert. Ein PCR-Test dauert höchstens 2 Tage. Die war der Meinung, ich hätte meine Tochter schon am Freitag testen müssen, obwohl es natürlich nicht gut ging. Und ich auch nicht auf die Idee gekommen, am Freitag noch zum Kinderarzt zu gehen mit ihr. Ich glaube, da hatte die Gesundheit Priorität und wie gesagt, sie war abgeschlagen und müde, hat sich auch direkt hingelegt und hat auch ein paar Stunden geschlafen. Und freitags hat der Kinderarzt auch nicht so lange auf. Ja, ich würde das jetzt im Gesundheitsamt melden, sie bekommen Bußgeld und ich dachte, ach du lieber Gott, was ist denn da los? Also kam mir dann vor, als wären wir irgendwelche Schwerverbrecher, weil sie dann meinte, ja, alle Kinder müssen jetzt jeden Tag sich testen lassen, weil ihr Kind in der Schule noch keinen negativen PCR-Test vorzeigen konnte. Und seitdem laufen sie Gefahr, dass jetzt jeder von denen in der Klasse oder in der Schule Corona bekommt. Fand ich natürlich sehr anmaßend, sowas zu behaupten. Haben mich aber mit der Dame natürlich auch nicht angelegt. Habe ihr dann gesagt, na gut, habe sie an den Arzt verwiesen. Habe gesagt, sie können sich an den Arzt wenden. Ich kann nichts dafür, dass ihre Reagenzgläser aus waren im Labor. Und das ist jetzt die Probe in Trier gelandet ist. So hatten sie mir das gesagt. Ja, und dann meinten sie, na gut, dann schicken wir sie jetzt zu einer anderen Adresse, das kann ja so nicht sein, dann müssen sie eben dahin und da werden die Kinder auch kostenlos getestet, das ist von der Uniklinik und da haben sie dann innerhalb von 24 Stunden dann das Testergebnis. Da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht, mit denen arbeiten wir auch schon länger zusammen. Dachte ich mir, naja, gut, okay. Hat mir auch die Adresse durchgegeben und dann hat das Gesundheitsamt auch schon angerufen. Ja, die haben mir dann auch gedroht. Ich habe gesagt, naja, gut, bleiben Sie erstmal ruhig, wir sind ja auch alle zu Hause in Quarantäne, das ist für uns alle nicht einfach. Es ist keine schöne Situation. Wir haben uns das nicht ausgesucht. Ich kann nichts dafür. Beim Kinderarzt das Testergebnis noch nicht vorliegt. Natürlich dauert es 24 bis 48 Stunden. Das liegt aber nicht in meiner Hand.
Wir werden natürlich jetzt heute nochmal nachhaken. Sollte der Kinderarzt heute das Testergebnis auch noch nicht haben, dann fahren wir zur Uniklinik. Und dann konnte ich sie beruhigen. Und sie meinte dann, ja, das wäre okay. Ich soll mir jetzt keine Sorge machen wegen dem Bußgeld, weil man wüsste ja jetzt, dass es nicht an uns liegt. Dass wir das quasi nicht vernachlässigt hätten. Dass wir einfach vom Labor aus Pech gehabt haben. Und wir sind dann zum Kinderarzt gefahren. Natürlich war es da wieder rappelvoll. Habe dann auch bei der Sprechstundenhilfe nachgefragt. Ich kam natürlich auch den ganzen Tag nicht durch. Habe dann gefragt, ja, was ist denn? Warum dauert das denn so lange? Wir sind heute schon bei Tag 4. Das Gesundheitsamt macht Druck, die Schule macht Druck. Und sie meinte, ja, gehen Sie dann direkt zum Doktor durch. Und wir hatten tatsächlich Glück, dass das Testergebnis 20 Minuten vorher da war. Also wirklich nicht vor, sonst hätte er uns ja angerufen und uns auch die E-Mail geschickt. Ne? Das läuft ja alles heute per E-Mail. Ja, das war dann positiv, Gott sei Dank, muss ich hierzu sagen. Ich meine, stellt euch mal vor, wenn das negativ gewesen wäre, dann hätten wir ja wirklich 4 Tage umsonst zu Hause gesessen. Ne? Das heißt, meine Tochter hätte dann gar kein Corona gehabt und wir hätten 4 Tage umsonst in Quarantäne zu Hause verbracht. Aber gut, es war positiv. Das habe ich dann dem Gesundheitsamt so mitgeteilt, habe das auch den entsprechenden Schulen so mitgeteilt. Und dann hieß es, na gut, wir müssen das Ganze jetzt abwarten. Und wenn meine Tochter dann irgendwann einen negativen PCR-Test nachweisen kann, dann darf sie auch wieder zur Schule. Und wenn sie negativ ist, können dann eben auch alle anderen wieder ihren Aktivitäten nachgehen. Ja, genau, so viel dazu. Es hat dann halt noch eine Weile gedauert. Die Tests waren dann auch noch positiv, die Antigen-Tests. Und irgendwann bin ich dann erkrankt. Das war dann das Problem. Das heißt, ich war total außer Gefecht. Ich konnte nichts mehr machen. Ich muss an der Stelle sagen, ich hatte einen sehr schweren Verlauf. Also ich habe mich selbst nicht mitgerechnet, weil ich habe ja auch ein Corona-Video vorher gemacht. Ich bin da selber sehr skeptisch und gehöre eher zu den Impfkritikern. Ja, welche Symptome hatte ich? Geschmacksverlust, Kopf- und Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit. Also ich konnte in den ersten Tagen gar nichts machen. Ich war wirklich am Bett gefesselt. Ja, also ich muss sagen, meine Kinder haben mir den Hauptteil der Hausarbeit abgenommen. Das ging überhaupt gar nicht. Also wir mussten das Essen liefern lassen. Meine Mutter kam da und hat Essen gebracht. Also das war wirklich nicht ohne, muss ich euch sagen. Und ich bin ein Mensch mit einem gesunden Immunsystem und auch sonst sehr, sehr gesund. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass bei Menschen mit Vorerkrankungen oder bei Risikopatienten oder älteren Menschen der Verlauf natürlich noch schwerer ist als bei mir. Selbstverständlich. Aber trotzdem sage ich, ich glaube nicht, dass die sind. Ich habe euch in dem vorherigen Video ja gesagt, ich habe einen sehr guten Freund, der ist Mediziner. Und alle Fakten und alle Informationen, die ich habe, alle Quellen habe ich von ihm. Und die sind auch aus sehr, sehr, sehr sicherer Quelle. Genau, also dadurch, dass ich halt dann erkrankt bin, hat das wirklich fast 14 Tage gedauert, bis die Kinder wieder in die Schule konnten. Und wir haben dann nochmal einen PCR-Test gemacht, ich und meine Tochter. Und der war dann negativ. Und irgendwann haben wir dann halt eben diese Schreiben vom Gesundheitsamt bekommen. Ganz, ganz viele, wie ihr sehen könnt. Für jedes Haushaltsmitglied einen. Man kann sehen, es sind ganz, 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 ganz viele Schreiben. Und ich zeige euch das mal. Genau. Und somit gelten wir jetzt zumindest als genesen und sind für 6 Monate auf der sicheren Seite. Meine Tochter muss sich auch in der Schule nicht mehr testen lassen für die nächsten 6 Monate. Und richtig, das Bußgeld mussten wir auch nicht bezahlen, weil wie gesagt, der Fehler lag ja nicht bei uns, der lag am Labor, weil die Reagenzgläser aus waren und die die Proben nach Trier geschickt haben. Nun kommen wir zu dem Thema Corona allgemein. Also ich finde Corona, kein Thema spaltet die Gesellschaft oder Deutschland so sehr wie Corona. Und zwar wird Deutschland gespaltet in Ungeimpfte, Geimpfte, Gesunde und Kranke. Das ist eigentlich sehr, sehr ärgerlich. Man sollte leben und leben lassen. Die einen lassen sich impfen wegen der Arbeit, wegen Urlauben, um wieder an der Gesellschaft teilhaben zu können. Sprich Kino, Restaurantbesuche, Stadien, Konzerte, Theater, das muss man akzeptieren. Dann gibt es aber auch wiederum diejenigen, die sagen, nein, ich möchte diesen Wirkstoff nicht in mir haben. Er ist nicht erforscht. Der Impfstoff hat quasi überhaupt keine Wirkung, er bietet keinen Schutz, man kann Corona trotzdem bekommen. Ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die trotz Impfung Corona bekommen haben und nicht unbedingt einen milderen Verlauf haben, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich habe mit vielen Menschen gesprochen. Aber trotzdem sage ich, gut, jeder hat dazu seine eigene Meinung. Mir wurden allerdings einige Statistiken zugesandt,
gerade zu dem Thema 2G und 3G. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Für wirklich Ungeimpfte wird es immer schwerer und schwerer, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Und durch das 2G muss man ja entweder genesen oder geimpft sein. Ne? Das heißt, diese Tests zählen sozusagen gar nicht mehr. Und das finde ich einfach unheimlich schade, weil irgendwann habe ich dann das Gefühl, wir können uns mit unserem Geld gar nicht mehr kaufen, was wir wollen, weil teilweise Supermärkte natürlich auch mitmachen, Restaurants ja sowieso. Und das ist einfach so schade, dass in den Ungeimpften so wenig Möglichkeiten haben in unserer Gesellschaft. Nur weil man sich gegen den Impfstoff, gegen diese Impfung entscheidet. Und da habe ich einfach das Gefühl, wir leben nicht mehr in der Demokratie. Ja, und dann haben wir natürlich jetzt erst die zweite Impfung und jetzt die Booster-Impfung, die dritte. Und ich habe mir die Statistiken angeschaut, dass dreifach Geimpfte wirklich Nebenwirkungen wie Herzstillstand, Organversagen und Herzinfarkte aufweisen. Da gibt es auch Statistiken dazu. Zudem finde ich es sehr ungewöhnlich, dass 2020 die Hälfte an Neuinfektionen gemeldet wurde im Vergleich zu 2021. Da kann ich euch auch mal die Statistik zeigen. Und es ist schon ungewöhnlich, dass 2021, wo die Mehrheit der Bevölkerung tatsächlich geimpft ist, dass wir doppelt so viele Neuinfektionen haben. Das finde ich schon wirklich sehr, sehr fraglich. Und wir wissen ja eigentlich, dadurch, dass eben auch viele Geimpfte Corona bekommen haben, dass dieser Impfschutz eigentlich keine Wirkung hat. Ne? Und dass sie auch keinen Schutz vor der Krankheit bietet. Also denke ich mal, dass die meisten Leute sich tatsächlich nur impfen lassen, um reisen zu können, um auf der Arbeit nicht dreimal die Woche die Tests machen zu müssen, um ins Restaurant gehen zu können, um einfach am gesellschaftlichen Leben wieder teilhaben zu können. Und das ist einfach, wie gesagt, unheimlich schade. Und ich denke, es wird auch schlimmer werden, denn ich kann euch auch zeigen, es sind bis zu 6 Impfungen geplant. Also die erste, zweite, dritte haben wir und bis 2023 das RKI bereits die 6. Impfung im Plan haben. Also werden wir diesen Ausnahmezustand bis 2023 haben. So, das ist natürlich jetzt alles klar, spekulativ, aber dieser Plan muss ja irgendwann mal gedruckt worden sein. Und da wir ja dieses Jahr schon 3 Impfungen hatten, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass in den nächsten 2 Jahren, dass es so weitergeht und wir ebenfalls auch noch 3 weitere Impfungen hinzubekommen. Was ich auch sehr, sehr schade finde, ist jetzt, dass die Impfung auch für 5- bis 11-Jährige freigegeben worden ist von Pfizer, BioNTech. Finde ich wirklich, wirklich sehr bedenklich. Also das finde ich auch unverantwortlich, Kinder in dem Alter zu impfen, wo man noch weiß, dass dieser Impfstoff bei Erwachsenen schon keine Wirkung zeigt. Und da weiß man ja gar nicht, was den armen Kindern da gespritzt wird. Und vor allem Kinder haben ein gesundes Immunsystem. Ja, das ist in der Regel so. Und ich würde es auf keinen Fall tun, so viel zu meiner Meinung. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr darüber denkt. Ich meine, wie gesagt, das Thema spaltet. Ich bin gerne offen für andere Meinungen. Kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass ihr sagt, okay, man muss aufgrund der Arbeit, aufgrund des gesellschaftlichen Lebens einfach diese Impfungen haben, die 3. Und sage, wie gesagt, leben und leben lasse ich. Wir haben jetzt natürlich die Impfpflicht. Wir haben keinen Impfzwang. Aber die Menschen haben natürlich wieder Angst vor Schulschließungen. Vor einem erneuten Lockdown, es sieht ja, dass wir den 4. Lockdown auch 2021 haben werden. Gott sei Dank blieb der jetzt aus. Ich denke, wir bleiben verschont bis Ende des Jahres. Ich hatte in meinem letzten Video gedacht und auch gesagt, weil dieser Plan veröffentlicht worden ist, dass es auf jeden Fall zum 4. Lockdown kommt. Dem ist ja Gott sei Dank nicht so. Ja, wie gesagt, wir gelten jetzt als genesen. Eure Meinung würde mich einfach wirklich interessieren, was ihr darüber denkt. Wie gesagt, Meinungen zulassen. Ich sage immer noch, eine eigene Meinung braucht wirklich keine Verteidigung. Ja, ob man geimpft ist oder ungeimpft ist. Wir sind nicht Menschen erster, zweiter oder dritter Klasse. Wir sind alle Menschen dieser Gesellschaft. Wir sind Teil dieser Gesellschaft und sollten uns auf Augenhöhe begegnen und sollten nicht reduziert werden darauf, ob wir geimpft sind oder nicht geimpft sind. Ja? Und das ist mir einfach unheimlich wichtig. Bleibt bitte fair und sachlich in euren Meinungen und in euren Kommentaren
Und ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.